Gott verdammt, es ist Zeit für Aurora. Boom, Schakalaka. Oh, den hab ich noch, ja. Noch, ja. Vorsichtig, Flashies. Ohne Ende, aber keine Corgis. Hi. Höchstwahrscheinlich müssen wir wieder diskutieren. Ich tippe mal darauf. Wir müssen dich überzeugen. Sie können auf deinen Laden aufpassen. Unser Lager ist, falls du Vorräte suchst, hier findest du sie. Ich habe einen Flyer von Saburo Okadigbo, den du dir vielleicht ansehen möchtest. Dann zeig mal her. Keine schlechte Idee. Das könnte funktionieren. Danke fürs Überbringen. Ja, sag ihm Bescheid, dass du den von mir hast, ne? Dann kriege ich Prozente. Ich möchte Panzerung kaufen für die Abside Strikers. Ach, herrje. Hat Briggs dich etwa ja, geschickt? Ja, es ist Bridge. Bridge. Die Gangs sind gefährlich. Ich will damit Briggs nichts zu tun haben. Komm schon. Warum verkaufst du ihnen nichts? Weil sie Parasiten sind. Abschaum. Sie rauben und morden. Und der Security ist es egal. Wir Geschäftsleute müssen irgendwo eine Grenze ziehen. Das ist meine. Dass Briggs die Sache nicht durchgedrückt hat, muss etwas wert sein. Wobei, naja, ich will auch nicht weiter rumdiskutieren eigentlich. Das ist eigentlich die richtige Antwort. Doch, das sagen wir noch. Wenn die Strikers nicht für Chancengleichheit sorgen, werden die Disciples siegen. Dann leiden alle. Sie sind definitiv das kleinere Übel. Okay, schon gut, schon gut. Wenn du bezahlst, schicke ich Briggs seine Panzerungen. Nur dieses eine Mal. Okay. Danach will ich mit dem Wahnsinn nichts mehr zu tun haben. Wie viel willst du denn haben? Überzeugen. Wir könnten ihn natürlich auch noch drücken. Das ist kein Rabatt. Das ist Raub. Nein, komm schon. Ich habe ganz frisch meine Tabletten genommen. Wofür hältst du mich? So viel würde ich niemanden bezahlen. Nennst du das Schande etwa verhandeln? Ja, also, ich weiß ja auch nicht. Du hörst nicht zu. Ich versuch's nochmal. Ich verstehe dich schon. Keine Sorge. Noch 3 Punkte. Der Preis ist zu hoch und das weißt du auch. Wenn es dir nicht gefällt, such dir jemand anderen. Okay, wir müssen... Oh, wir hätten kein automatisch Rabatt überzeugen können. Der Preis ist fix. Na gut, hier bitte. Ich schicke die Panzerungen zu Madame Sauvage. Schönen Tag. Sei natürlich ein bisschen angepieselt. Erledige die Disciples an ihren Treffpunkt. Los geht es. Come on. Wir tragen weiterhin ihre Klamotten. So ein bisschen wie der Hitman. 3 Punkte gibt es. Da, da und da. Wir gehen hier lang. Los! Ist aber kein Lagerhaus, oder? Oh, da drüben. Wir statten der Astral Lounge einen Besuch. Machen wir auf jeden Fall. Aber erstmal springen wir hier rüber. Oh mein Gott, wie gefährlich. Ist hier Kram wieder dabei? Tatsächlich? Wem gehört der Kram? Wem gehört dieser exzellente Kram? Oh, 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 oh. Ich gehe auf Nummer sicher. Oh, Sarah. Lass mir wen übrig. Zack. Oh, oh, oh. Perfektes Timing zum Durchladen. Wie immer. Shotty. Nice. Treffpunkt Nummer 1. Eine Sekunde. Wir sind hier noch nicht fertig. Die ist ja wirklich viel zu billig, die Equinox hier. Das gibt's ja nicht. Alles durchgeladen. Und die McShear nicht vergessen. Billig. Und 72 Credits. Also wirklich. Ich dachte, ihr seid Gangmitglieder. Warum einer Gang beitreten, wenn man dann so arm ist? Aber wer weiß, vielleicht ist das hier viel Geld. Für Kippen reicht's. Beowulf. Ach, guck mal. Der war ein bisschen besser. Jut. Randa. Volle Kanne, Hoshi. Come on, come on. Da sind sie auch schon. Naben! Naben! Oh, oh, Entschuldigung, Sarah. Sarah. Das war... Da war ein Zivilist. Was soll ich denn machen? Da war ein Zivilist, ne? Sarah, komm schon. Ich streichel dir auch die Haare. Verdammt nochmal, es tut mir leid. Wer war denn das? Ein Bürger. Anzug modisch. Haben wir noch nicht, ne? Doch, haben wir. Wir müssen ihn beseitigen. Es geht nicht anders. Ansonsten gibt es hier Ärger. Hier runter mit ihm.
Sarah, guck mal, ist schon weg. Ist schon weg. Ist schon weg, Sarah. Hey, du musst mir bitte zuhören. Ja? Wer zur Constellation gehört, genießt Hochachtung. Das ist Neon. Doch was du da abziehst, was in Neon passiert, bleibt in Neon. An. Du nimmst viel auf dich, um mir zu helfen. Deswegen bleibe ich an deiner Seite. Aber dir muss klar sein, dass ich dieses Verhalten nicht billige. Möchtest du eine neue Waffe haben? Oh Mann, das ist aber nicht gut. So heiratet sie uns Schrott nicht. Mit. Jetzt ist er ein bisschen angepieselt. Hast du was Schönes für uns? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Kann man gar nicht fragen, wenn sie aktuell nichts für einen hat, ne? Darf ich ein paar Fragen über unsere Mission zu Cassiopeia einstellen? Gerne doch. Absolut kein Problem. Okay, ist also alles halb so wild. Nee, ich will nicht wirklich darüber reden. Admiral Logans Büro Dankeschön. Ich dachte schon, du wärst wirklich sauer, aber mittlerweile hat sie sich an das ganze Tohuwabohu schon gewöhnt, ne? Und du hast nichts gesehen, ne? Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Weiter, come on, da hinten. Aber diesmal müssen wir aufpassen. Ein für alle Mal. Jetzt hämmern sie alle nieder. Schande, Mann, Schande. Ist da noch einer? Um die Ecke vielleicht? Nein, nein. Alles cool. Alles im grünen Bereich. Wie großartig. Nein. Kein Whisky. Nicht jetzt. Wie er sich zusammengekrümmt hat, ne? Embryonalstellung. Schon traurig. Am Ende sind das auch alles, naja, Söhne und Töchter von irgendwem, die einfach nur auf die falsche Bahn geraten sind. Das ist echt übel. Wir können, ne? Dankeschön. Dem Marker folgen, los geht's. Wo dürfen wir hin? Zack, oh, oh, vorsichtig. Nicht, dass du hier explodierst oder so. Man kann es auch übertreiben. Sind wir hier richtig? So Pi mal Daumen, ja, ne? Hallo? Oh! Okay, ihr seid von uns, ne? Wow, ihr habt die Panzerung bekommen. Das ist ja fantastico. Wir haben die Waffen, Jungfisch. Einfach ich bin 15 Jahre älter als du. Und zwar dank mir und meiner neuen Begleitung. Gab's auf der Patrouille Probleme? Ach, Ivo. Das war ein Klacks. Ebenso. Das Überraschungselement und ein paar Kugeln und alles gut. Eben. Es läuft alles nach Plan, Briggs. Blitz. Gut. Jetzt versetzen wir ihnen einen Schlag. Das Lagerhaus ist extrem wichtig für sie. Wird schwierig, sich das zu holen. Ohne dich wären wir nicht hier, Jungfisch. Jungfisch. Hier ist der Plan. Du gehst rein, wir bleiben zurück. Ja, bleib draußen, wir machen das du schon. Siehst du jede Menge Feuer auf dich, aber wenn du damit klarkommst. Warum haben wir eigentlich die Panzerung gekauft? Er bietet uns das eigentlich auch so an, ne? Geh du mal alleine rein, ne? Okay, machen wir das, meine Güte. Action, Action, Action. Habe ich Aurora dabei? Zufällig? Oder liegt das noch bei mir auf dem Schiff? Nee, haben wir dabei, ne? Sollten wir dann auch mal benutzen, richtig? Ja! Sogar auf der 12, das gibt's ja nicht. Na gut, dann machen wir das jetzt. Oh, ich habe keine Muni mehr für die Mechshear. Das gibt's ja nicht. Das ist ja echt übel. Wer hätte das gedacht? Na, wo seid ihr denn? Ihr Halunken, da oben. Lock! Oh, das hat er überlebt. Ungünstig. Pass auf, Sarah. Ich habe unsere Position verraten. Na, 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 na. Krank, man, einfach nur krank. Das war jetzt nicht super stealthy. Ah, da ist ja noch einer. Schande. Irgendwer hat mich gehauen. Irgendwer oder irgendwas. Kann auch ein Biss gewesen sein. Sarah, bitte. Es tut mir leid. Er stand im Weg. Er hat uns verraten. Ne? Er war drogenabhängig. Er hat andere Menschen gequält. Da bin ich mir sehr sicher. Block. Ran da, los. Zack. Oh, 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 oh. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Oh, die hört sich so anders an. Diese Version von Shotty. Wo denn? Wo ist er denn?
Gott verdammt, es ist Zeit für Aurora. Boom, Schakalaka. Oh, nehme ich noch? Ja. Noch ja. Vorsichtig, Flashies ohne Ende, aber keine Corgis. Runter, los. Haben wir's? Sprich mit Owen Dexler. Wer? Wer zur Hölle ist Owen Dexler? Ist der wirklich so wichtig? Kann ich jetzt nicht einfach meine Kohle bekommen? Ich bin auch völlig daneben. Ich habe gerade eine Aurora-Party gemacht. Um mich herum sind schon wieder alle tot, wie das letzte Mal. Aber das ist doch das Leben, oder? So läuft das nun mal. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Danke sehr. Ich komme gleich. Nee, ich brauche eine Waffenwerkbank. Ich will gucken, ob ich mir die Maelstrom irgendwie fertig machen kann. Das ist das Ding mit den Farbklecksen, ne? Ja, das ist es. Nehme ich. Auf jeden Fall. Alarm kann ich leider nicht mehr auslösen. Wäre auch viel lustiger eigentlich gewesen, ne? Wenn die ganze Zeit hier so eine Alarmsirene am Läuten wäre. Wir können, Sarah. Wir können. Wo ist der Anführer? Owen! Na du? Oh, oh. Warte mal. Wer ist das eigentlich? Warum müssen wir jetzt mit Owen und nicht mit Briggs reden? Ich kenne Owen noch nicht. Muss ich Owen überzeugen? Ich sollte meine Pillen nehmen. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich mich wieder verquatsche. Glaubst du, die Neon Security weiß nicht, was los ist? Also bitte. Okay, Neon Security. Du hast ein bisschen randaliert. Ein bisschen gemordet. Ein ganz klein bisschen. Angeblich ist das alles dein Werk. Warum mischst du meine Straßen auf? Wir wollten das Ganze hier ausgleichen. Jemand musste etwas gegen die Disciples unternehmen. Ja, sehe ich. Okay, pass auf. Wenn das mit der Ganggewalt zu wild wird, schadet das dem Gewinn in der Stadt. Okay. Niemand schadet dem Gewinn. Sag das den Disciples. Nein. Mach du das lieber. Die Disciples nerven mich schon viel zu lange. Viel zu sehr. Also legt deine Gang ihr Kanalrattenblau ab und trägt Neon Security schwarz. Sonst findet man dich tot in der Gosse. Und du? Sag auf Wiedersehen. Was? Briggs ist nicht dumm. Der entscheidet schon richtig. Dann darf ich gehen? Nein, ich will nicht gehen. Ich will hier bei meinen Jungs bleiben. Ich will aus all dem raus. Nee, eigentlich nicht. Fängt doch gerade eben erst an, lustig zu werden. Aber irgendwie ist das wirklich ein überraschendes und großzügiges Angebot. Straßenratten auf Straßenratten hetzen. Elegant, oder? Mhm. Aber Beeilung, okay? Doof ist es nicht. Wir müssen die Neuen einführen. Okay. Sprich mit Briggs. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. Wer mich anguckt. Hey. Gut, alle da. Kommt zusammen, Leute. Ist das ernst gemeint? Ich soll einen Kopf spielen? Wir könnten aus dem Loch ausziehen. Vielleicht sogar aus Abside. Briggs. Ja, mach das auf jeden Fall. Ignoriert das ist eure Chance. Das ernsthaft? Kann doch nicht sein. Warum denn nicht? Es interessiert doch niemanden, wer in Abside wen ersticht. Was sagst du? Ja, mach das. Das Angebot scheint legitim. Wir nagen am Hungertuch. Jetzt wieder ein Gehalt zu haben, das ist kaum zu glauben. Ich bitte dich, vorsichtig zu sein. Owen Dexler ist nicht gerade ein Heiliger. Ja, aber denk mal an die Jungs hier. Ist jemand gegen den Deal? Dann sagt es jetzt. Nein? Niemand? Gut. Sehr gut. Ich gebe Owen Bescheid. Das überrascht mich jetzt. Ich weiß nicht, welchem Gott oder welchen Göttern wir dich zu verdanken haben, aber Halleluja. Er meint uns. Kein Ding, Mann. Halte einfach hier die Stellung und die Disciples unter Kontrolle. Mit Ressourcen und Verstärkung sind die Straßen bald sicherer. Tja, die Strikers sind wohl Geschichte. Hier ist dein Geld. 2000. Oh, 10.000. Und eine Knarre. Legendary. Naja, gut benannt, nicht Legendary. Street Sweeper. Oh, das ist eine Uzi.
180er Feuerrate. Aufreißen. Verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt. Probieren wir aus. Haben wir noch ein Slötchen frei? Ja klar, hier auf der 2. Nehme ich. Und ansonsten... Endlich kann ich aus diesem Drecksloch weg. Ja, ihr habt's geschafft, ne? Weil ihr euch für das Richtige entschieden habt, lernt daraus was. Hatchet, ich bin die Mantis. Vogel, du bist ein Vogel. Und Briggs, ja, richtig, schön joggen. Du musst jetzt in Form kommen. Owen? Das wart ihr. Ist ja fast beeindruckend. Fast. Manaya Adams sucht jemanden für einen Job. Ich bin ihr scheinbar nicht diskret genug. Oh, danke schön. Klar, machen wir sofort. Ist doch bestimmt hier gleich um die Ecke, ne? Oder? 38 Meter in die Richtung. Los geht's. Hallo, was war denn das bitte gerade eben? Warum hat denn das so geruckelt? Er sieht aus wie der Neville, ne? Bürger. Aber eine jüngere Version. Weniger Krähenfüße. Immer schön eincremen. Das ist sehr, sehr wichtig. Können wir jetzt hier? Ja. Neonkern. War ein bisschen störrisch die Tür. Und wo dürfen wir dann hin? Wir können ja vor Ort noch ein bisschen clustern. Ach, guck mal. Da drüben. Ich verstehe. Ach. In dem Supercluster-Gebäude. In der Astrallounge. Na gut, dann nehmen wir uns die Astrallounge vor. Kreuz und quer clustern. Was kann es Schöneres geben? Guten Abend. Ich bin sowieso gerade so ein bisschen auf Party eingestellt. Ich habe gerade meinen ersten Kaffee des Tages getrunken. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Und hier können wir... Oh, Backe, Mensch. Oh, Backe. Es wird ja immer größer, dieses Spiel. Wir sind top angezogen, würde ich sagen. Ne? Wobei, haben wir das Ding mit den... Mit den Farbklecksen gestern noch bekommen. Ja, hier, das will ich tragen. Das ist viel, viel stylischer. Und immer schön langsam gehen. Das erhöht den Effekt. Und den sozialen Wert, zumindest optisch. So, Auftragsbörse. Immer noch leer, ne? Wir müssen eine ganze Menge erledigen, bevor da irgendwas wieder auftaucht. Ja. Latent leer, aber naja, trotzdem, Club-Atmosphäre kommt auf. Kommt ja auch auf die Uhrzeit drauf an, ne? Das Thema hatten wir schon mal. Und das Sheldon. Können wir auch tanzen? Na, du, alles klar? Schön am Upraven? Hast du heute schon Aurora genommen? Und du? Ja, echt mal, wirklich, ne? Vielleicht haben sie auch diesen Energy-Drink getrunken. Die Kostüme, ey, der Hammer. VIP Elevator. Offiziell darf es nur hier verkauft werden, das Aurora, ne? Das sind meine Eltern? Was zur Hölle? Das ist doch ein Witz, oder? Mom? Ich verstehe das Problem nicht. Oh Gott, sie ist voll drauf, Dad. Was hast du mit Mom gemacht? Tja, Ja, ich bin genauso überrascht wie ihr. Auf frischer Tat ertappt, Dad, Wenigstens hat einer von uns seinen Spaß. Deine Mutter hatte da was gefunden. Ein All-Inclusive-Paket für eine Urlaubsreise nach Neon. Ach, dafür gibt er also es mein Geld aus. Es ist ein Ruhestandsgeschenk. Und, die Astral Lounge ist schließlich in aller Munde. Ja, allerdings, aber in erster Linie wegen Aurora. Aber sag bloß nicht, dass ihr Aurora probieren wollt. Ganz sicher nicht. Mm-mm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich? Nein, stimmt nicht. Moment, was machst du denn Eine Sekunde. Hier? Ja. Ich bin beruflich hier. Hier nichts Gutes. Ich bin lang genug hier, um das zu wissen. Ja, sag ich doch hier. Im Gegensatz zu euch bin ich dienstlich hier. War klar. Du meine Güte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Tun wir doch so, als wäre das nie passiert. Das wäre vielleicht das Beste, Schatz. Mhm. Aber nicht, dass er hier anfängt, auf den Tischen rumzutanzen. Wobei braucht die Aurora? Wir haben den sauberen Stoff. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja, allerdings. Ich verstehe das Problem nicht. Das hört man richtig raus, Dan. Ist alles legal? Na gut. Restrooms. Gucken wir uns die Toiletten an. Oh, ja. Dabei sieht die ganze Sache hier so edel aus und die Toiletten wieder so richtig schäbig. Also wirklich. Oh, da ist wieder der Mini-Bot.
Das Schwarzlicht funktioniert richtig, ne? Also ja, teilweise. Wird vielleicht Zeit, auf Wasser zu wechseln. Oh, hi. Das hast du ja auch gesehen. Cooler Poncho. Außerdem muss ich bei meinen Eltern morgen einigermaßen vorzeigbar aussehen. Meine sind hier, meine Eltern. Was ist denn das hier? Kann ich da was mitnehmen? Melonenkaviar auf der Toilette. Das ist der beste Kaviar. Toilettenkaviar. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Sonst doch irgendwer mit einem Namen vielleicht. Mickey, hey. Hey, Kid. Oh mein Gott, warte mal, stopp. Hättest du Lust, im Glanze meiner Alter Sonne Alter Schwede, zu baden? Du bist... Ja. Der totale Junkie, ne? Kaviar höchst selbst sucht nach einem Job. Und Mickey, Toilettenkaviar. Als könntest du einen guten Schiffskoch brauchen. Was sagst du? Okay, warte, stopp. Wir müssen unsere Medizin nehmen und dann nochmal ganz kurz grundlegend checken, ob wir 10.000 haben. In der Tasche und Speicher nicht vergessen. Den haben wir in der Astral-Lounge gefunden. Er heißt wie dieser Toilettenkaviar. Hilfe. Ja, Pillchen bitte. Und dann hier das Geklaute erstmal weg. Das Letzte, wirklich das Letzte ist das Geklaute. Ich hab's versucht gehabt. Ich habe in beiden Zeilen regelmäßig auf Hippolyter geklickt gehabt, aber es blieb bis zuletzt das Geklaute. Verdammt nochmal, ich will diskutieren. Hey, Kid. Hey, wie wär's? Kid? Hättest du Lust, im Glanze meiner Sonne zu baden? Naja, er ist diesmal wirklich älter ja, als wir. Mickey Caviar höchst zumindest sieht er so aus. Und du siehst aus, als könntest du einen guten Schiffskoch brauchen. Oh ja, Wohlbefinden, Gastronomie und außer Gefecht. Ja klar, ich habe zwar Platz in meiner Crew, aber einen Koch brauche ich eigentlich nicht doch. Dein Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Wie erkenne ich dich? Es ist stets eine Ehre, treue Fans zu treffen. Sicher kennst du meine renommierte Kolumne, Mickey Caviar kostet das All. Das Juwel des New Atlantean. Leider haben du und meine anderen Fans Pech. Ich gehe in Rente. Tut mir sehr leid. Nein, das braucht dir gar nicht leid tun. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Ich habe zwar Platz in meiner Crew, aber einen Koch brauche ich eigentlich nicht. Schade. Hätte nicht ich konnte gedacht, nichts dass anderes Küche auswählen. So wenig gefragt sind. Vielleicht kann ich anderswo helfen. Ah. Ich habe noch viele andere Fähigkeiten, die ich einsetzen kann. Wir mussten die Zwiebel also pellen. Warum suchst du überhaupt einen neuen Job? Weil ich gerade gekündigt habe. Ja, ich schreibe nicht mehr für den New Atlantean. Der letzte Fototermin war eine Katastrophe. Ich setze nie wieder einen Fuß in das Büro meiner Redakteurin. Okay, und von welchen Fähigkeiten reden wir hier? Also, ich glaube, er hat zumindest was Interessantes zu erzählen. Den sollten wir mal austauschen gegen Marika. Mit Marika hatten wir alles durchgequatscht gehabt. Dann haben wir die neue von den Disciples und Mickey Toilettenkaviar. Tja, ich bin schwer zu töten und komme in der Wildnis klar. Aufgrund unglücklicher Umstände musste ich in den letzten Monaten lernen, mich durchzuschlagen. Ich habe auch einen guten rechten Haken. Den braucht man, um im Journalismus zu bestehen. Okay, schön. Ich gebe dir eine Chance. Aber du bist wahrscheinlich sehr teuer, ne? Das freut mich wirklich. Da gibt es nur noch eins zu besprechen. Mein Gehalt. Der New Atlantean hat seine Stars gut bezahlt. Ich bin einen gewissen Standard gewohnt. 16.000 Credits. Haben wir überhaupt die Hälfte? Doch stimmt, wir haben ja Kohle bekommen von Briggs. Richtig, überzeugen. Eigentlich verhandle ich nicht. Heute machst du aber mal eine Ausnahme. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Es lohnt schade, sich hätte immer ja klappen auf können. Das richtige Angebot zu warten. Automatisch überzeugen, machen wir das mal zur Abwechslung. Ich glaube, sonst lädt es sich nicht mehr auf. Also nicht wieder. Aber du bist mir sympathisch. Danke und ich schön. Habe genug von dem Essen hier. Ich will ja, mal nicht so sein. Du bist doch ganz in Ordnung. Bitteschön. Dann haben wir wohl eine Abmachung, Boss. Nice. Ha, what's up? Du wirst mich lieben. Ja, ich glaube auch. Mit dem großen Fan hatten wir schon geredet gehabt, ne? Eine ganze Weile. Müssten wir später nochmal nachprüfen.
Du kommst auf die Atlantis, auf die Atlas meine ich natürlich, was gerade nicht geht. Aber eine Sekunde, Marika. Marika, du musst umziehen. Du gehst nach Epsilon. Oh, also das geht auf Außenposten auch nicht. Das war dann noch mehr. Oh nein. Das war dann mehr als die von uns handelbaren, also die Anzahl von uns handelbaren Crewmitgliedern verstauen können. Also ist auch da 3 das Maximum. Wir müssen sozial sowas von leveln. Und zwar sehr schnell. Wir brauchen ein weiteres Abstellgleis. Das kombinieren wir wieder mit einer Belieferungsmission via Frachtlink. Und dann das Abstellgleis. Die Hütte, richtig. Aber ich glaube, weil er jetzt einen Namen hat, bleibt er einfach hier stehen. Ne? Dann können wir auch Marika wieder zurück. Naja, geht ja nicht anders, ne? Wir können Marika jetzt nicht sagen, geh mal dahin, wo du hergekommen bist. Aber er bleibt da, wo er hergekommen ist. Vermute ich jetzt mal. Pi mal Daumen. Ich gehe noch eine Runde spazieren. Muss ausnüchtern. Okay, ja, tatsächlich. Arbeite. Die anderen werden neu ausgewürfelt, sind nicht so wichtig und würden dann verloren. Oh mein Gott, hallo, ja klar. Die Musik ist mega cool, ne? Ich trage das nur wegen dem Style. Ich bin eigentlich bei der anderen Gruppe, bei den Strikers. Ist wirklich nicht verkehrt. Ich hoffe, da flippt YouTube nicht aus. Aber nein, Bethesda. Die kümmern sich schon um ihre Musik. Wobei, da gab es diesen einen Zwischenfall. Bei der vorletzten Fallout 76 Season, da war die Musik vom Scoreboard nicht richtig angemeldet. Wurde bei mir geclaimed. Da durfte ich dann die erste Folge 2-mal hochladen. Aber das passiert. Richtig Club-Atmosphäre. Richtig nice. Hast du einen Namen? Nein. Aber du. Du bist doch der Barmann. Hallo? Boone? Du bist neu hier, oder? Das ist wahr. Guten Morgen. Dein neuer bester Freund in Neon. Wenn du zum Trinken oder zum Musikhören hier bist, bin ich dein Mann. Also in erster Linie für die Musik. Wenn du einen größeren Kick willst, wir haben auch reichlich Aurora im Angebot. Man müsste jetzt eigentlich die Preise mal vergleichen, ne? Also ist Aurora nun illegal oder nicht? Nicht in der Astral Lounge, nein. Wir sind die einzige legale Aurora-Verkaufsstelle. Von Verwalter Bayou persönlich autorisiert. Und wenn du es gekauft hast, darfst du es überall in Neon konsumieren. Außer natürlich im Raumhafen. Richtig. Ah, und wenn ich das jetzt hier kaufe, kann ich zumindest in Neon damit rumlaufen. Ist da trotzdem noch das Schmuggelware-Symbol drauf? Ich bin definitiv hier, um mal Aurora zu probieren. Zum 20. Mal. Worauf wartest du dann? Los geht die Reise. Action, Action, Action. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Aurora nicht ganz billig ist, aber mal ehrlich, Vergnügen hat eben seinen Preis. Ja, sofern das Vergnügen Apothekenqualität hat. Was kannst du mir über Verwalter Bayou erzählen? Ben und ich sind gute Freunde. Er hat mir den Job hier in der Astro Lounge gegeben. Er ist ein guter Mann, ein echter Philanthrop. Die Bürger von Neon liegen ihm am Herzen. Er sorgt dafür, dass alle Arbeit haben und gut versorgt sind. Alles klar. Und wer hat die Musik für diesen Laden gemacht? Echte Hammer, alles KI, oder? Das ist Borealis. Sie ist zwar erst 19, produziert aber jetzt schon die mitreißendste, spacigste elektronische Musik, die du je gehört hast. Ich weiß nicht, woher sie ihre Inspiration bezieht, aber vermutlich hat das ganze kostenlose Aurora etwas damit zu tun. Ach so, also persönlich stehe ich ja lieber auf Synthwave. Und für einen Sport und so aggressiver Synthwave. Kannst du irgendwas auf der Karte besonders empfehlen, außer Aurora? Kommt drauf an, ob du Hunger oder Durst hast. Durst. Okay, wir haben ein paar Spezialitäten des Hauses, die dich vielleicht interessieren. Unser Bestseller ist Sangria Astral. Ein faszinierend erfrischender, fruchtiger Rotwein, der in einer Sammlerflasche serviert wird. Noch exquisiter ist unser Bayou Private Reserve. Ein penibel destillierter Cognac, der im feinsten arcturischen Kristall gelagert wird.
Reicht das oder willst du auch etwas essen? Nein, 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 ich trinke nur auf nüchternen Magen, das ist billiger. Natürlich, natürlich. Oh, dürfte ich die Karte ansehen? Klar. Kann ich dir ein bisschen Aurora anbieten? Eine Gratisprobe? Nee, ne? So, nee, es bleibt Schmuggelware. Können wir die ganzen Batzen mitnehmen? Na klar, nehmen wir mal mit. Aber nicht, dass uns das wieder weggenommen wird. Und immer noch kein Rotkäppchen. Aber Astra. Nee, Astra ist schade. Aber Astra wäre auch cool gewesen. Lecker. Die sehen echt lecker aus. Nicht verkehrt. Und verkaufen können wir dir nur Hilfekram. Gut, ich würde gern wissen, wie man hier ein Penthouse kauft. Hervorragende Wahl. Die Sky Suite bietet Luxus und Eleganz, wie du sie sonst nirgendwo in dem besiedelten System findest. Und da die Astral Lounge sich im gleichen Gebäude befindet, kannst du dich per Aufzug direkt ins Vergnügen befördern lassen. Nice. Wir können sie direkt hier kaufen. Für 200.000 Ocken. Die sind ja schnell zusammengespart. Aber dich können wir jetzt nicht überzeugen, oder? Erzähl mir von dem Penthouse. Was hat es zu bieten? Sehr gerne. Das Design der Sky Suite ist auf Offenheit und Luxus ausgelegt. Ob du den Morgenhimmel oder die Lichter von Neon bevorzugst, mit den hohen Decken und Panoramafenstern hast du jederzeit eine tolle Aussicht. Wow. Erstmal kein Interesse. Bis zum nächsten Mal. Aufgrund mangelnder Kohle machen wir später. Das ist alles Diebstahl. Sarah, wir werden irgendwann hier wohnen. Also wir werden ein Penthouse hier haben. Wohnen tun wir weiterhin in der Sleep Crate. Für unsere Street Credibility. So, und du bist unser Missionstyp, ne? Manaya. Ja, oder Mania. Ja, was ist? Was führt dich nach Neon? Ich bin geschäftlich hier. Ich muss hinter meinen Kunden aufräumen. Ah, Serial Cleaner oder so? Geschäftlich? Was machst du beruflich? Ich arbeite freiberuflich für ein paar sehr wohlhabende Kunden. Sie bahnen Deals an, ich ziehe sie durch. Cool. Und wie gefällt dir Neon? Der exotischste Zufall der Welt. Sie haben die Droge ausgerechnet im Fischöl entdeckt. Aber Öl ist eine alte Geschichte. Von Fett und Flamme. Das Fett schmiert die Räder des Handels, die Flamme zieht die Motten an. Sei also vorsichtig, mein kleines Insekt. Wenn du zu nah heranfliegst, verbrennst du dir die Flügel. Ich bin 20 Jahre älter als du. Kann ich irgendwas für dich tun? Vielleicht ja. Ich bin eigentlich hergekommen, um einen Deal abzuschließen. Aber der Kunde war so dämlich, einen Alleingang zu versuchen. Anstatt die Beweise zu entsorgen, hat er sie in einem Lagerhaus gelassen. Amateurhaft. Wie billig. Es gibt also einiges aufzuräumen. Und das würde ich lieber einen Dritten machen lassen. Hast du Interesse? Wenn die Kohle stimmt. Ich brauche mehr Informationen. Was genau soll ich tun? Es ist ein simpler Job. Du musst nur etwas abholen und verkaufen. Es wäre unklug, dir noch mehr darüber zu sagen. Okay, cool. Wir nehmen ihn an. Klasse. Wir teilen uns meine Bezahlung 50-50. Für so einen Job ist das mehr als großzügig. Du findest die Ware in einem Spind im Lagerhaus hinter Neon Tactical. Die Gangs in Appside verkaufen in der Gegend oft ihren Sonnenschein und ihre Lollipops. Wenn was schief geht, musst du improvisieren. Die Aurora Ware verkaufst Crack. Du dann an Coleman Lang von der Handelsaufsicht, sodass sie Teil vom regulären Sortiment wird. Ja. Und danach kommst du wieder her. Okay. Yuji, machen wir. Ich glaube, jetzt können wir wieder joggen. Zumindest joggen. Hat sonst doch irgendwer einen Namen? Mom, Dad, nicht übertreiben, ne? Kenne dein Limit, Dad. Bürger, Bürger, Bürger. Und VIP Elevator. Der ist bestimmt beschränkt oder so, ne? Richtig? Nö. Wir gucken ganz kurz vorbei. Hier ist vielleicht irgendwer Neues noch mit dabei. Oh ja. Gedämpfte Atmosphäre. Booth 1. Ach, Privatlaunches und so. Oh! Neon Knights gewährt dauerhaft das Rezept für Camp Steve, das vorübergehend die Zeit verlangsamt. Oh, auch nicht schlecht. Wie Aurora, ne? Vielleicht ein besseres Aurora? Herbal Aurora? Steph O'Only? Wie ernst ist das gemeint? Das ist nicht immer ernst gemeint. Aber wir gucken mal. Wir gehören zum Steph. Wir sind die Partymaker.
Das ist die 19-Jährige, ne? Richtig, voll auf Aurora. Die wird hier völlig aufgeraucht. Nur weil sie so ein Faible für Musik hat. Was für eine böse Welt, oder? Na du, alles klar? Fühlst du die Musik? Ja, absolut. Sorry, ich gebe keine Autogramme. Ich wollte dir meins anbieten. Also das wäre mal was Neues, eine echte Abwechslung. Mich fragen so krass viele Leute nach einem Autogramm oder einem Bild, wenn ich die ganze Nacht gemoddet habe. Das nervt brutal. Modden, was ist das? Die Beats programmieren, an den Knöpfen drehen? Hallo, aufwachen. Ich bin schon über 25, weißt du? Du solltest dich glücklich schätzen, so viele Fans zu haben. Nee, ich denke, das ist wohl der Preis des Ruhms. Ach, jetzt ist das meine Schuld? Dann ist es wahrscheinlich auch okay, wenn die Fans meine Sachen klauen, ja? Tun sie das? Meine Musikslate ist weg. Komplett verschwunden. Ich hatte alle meine neuen Songs auf dem Ding und jemand hat mich abgezockt. Mega ätzend. Sicher, dass du dir nicht einfach irgendwie verpeilt hast oder so auf deinem Aurora-Rausch? Oder hilft dir Aurora dabei, die Musik zu komponieren? Ja, voll. So kann ich mich eine Weile selber vergessen und voll mit dem Universum in Einklang kommen. Es liegt Musik in der Luft. Man muss nur hinhören. Mhm. Man darf nur nicht auf diesem Gefühl hängen bleiben. Ich war da ein paar Mal kurz davor, aber die Realität und die Verantwortung haben mich immer zurückgeholt. Also ein ständiges Hin und Her. Ah, jetzt verstehe ich endlich. Wie bist du ins Musikgeschäft gekommen? Ich mache Musik, seit ich 10 bin. Mein Vater hat mir ein altes elektronisches Keyboard vererbt und ich habe mich in das Ding verliebt. Mit 15 habe ich meinen ersten Track produziert und mit dem Clubhopping angefangen. Ziemlich jung. Mit 15? Aber mein Vater war mein Manager und Aufpasser. 4 Jahre später bucht mich der angesagteste Club in den besiedelten Systemen. Echt verrückt. Naja, ob sie das jetzt weiter noch sehr lange so durchhält, das ist jetzt die Frage. Wenn sie schon so hart früh angefangen hat, wer weiß, seit wann sie Aurora nimmt. Lebe schnell, sterbe jung. Wirklich hier at its best, würde ich mal sagen. Hallöchen, hi. Was geht's? Ich könnte dir helfen, deine Slate wiederzufinden. Oh Mann, wow. Das wäre so cool. Ja, bitte. Ich dachte mir doch, dass du eine ganz okaye Aura hast. Okay. Was genau befindet sich auf der Musikslate? Songs, Lyrics, Gedichte. Alle meine Gedanken im Grunde. 3 Jahre voller Zeug. Ich kann nicht einfach alles neu schreiben. Die Inspiration ist manchmal sofort wieder weg, längst vergessen. Deswegen schreibe ich alles auf. Oh, das kenne ich. Und warum ist die Slate jetzt so wichtig? Tja, ich lege jeden Abend in der Lounge auf. Ich kann also nicht ständig immer dasselbe Set spielen. Ich muss den Leuten neues Zeug bieten. Ah, sehr schön. Keine Aurora. Ich will nur bezahlt werden. Hey, kein Ding. Wenn du die Musikslate findest, schiebe ich dir ein paar Credits rüber. Lohnt sich also für dich. Ach, und falls du einen Hinweis suchst, red mit Maika in der Bar im Euphorica. Die ist eine wandelnde Gerüchteküche. Wahrscheinlich optional, aber ne? Aber ich muss mir jetzt mal überlegen, wie meine Setliste aussieht. Wir sehen uns, okay? Ja, bis dann nicht übertreiben, ne? Hast du vielleicht schon eine Ahnung, wer deine Slate geklaut haben könnte? Naja. Die meisten Leute hier sind Fans und die sind entweder voll zugedröhnt oder stehen einfach auf den Rhythmus. Oder beides. Also bleiben Sammler, Konkurrenten oder einfach ein Dieb, der ein paar Creds verdienen will. Kein Plan. Die Leute klatschen auf alles ein Preisschild, auch auf Musik und die Sterne. Wenn der Preis hoch genug ist, zieht man Leute mit miesen Vibes und langen Messern an. Und irgendwann schneidet man sich dann. Okay, gut, danke schön. Wir gehen zum also, Mika. Man sieht sich. Mika, bis dann. Wir können. Weil sonst noch irgendwas? Staff only? Auf der rechten Seite vielleicht? Nee, ne? Elevator. Oh, Boost 2. Ne, hier waren wir, ne? Waren wir in Boost 2 oder in Boost 1? Nee, wir waren in Boost 1. Das ist der erste Raum nach dem Elevator auf der rechten Seite. Und hier, alles in Ordnung. Wie sieht's denn hier mal bitte aus? Zurück. Das ist dein Befehl, keine Bitte. Wow. Alles cool. Sarah, hör auf die Frau. Ich weiß, du bist manchmal sehr stur. Aber wir müssen hier hören. Noch gehört uns dieser Club nicht, aber früher oder später. Vielleicht dann, wenn der DLC rauskommt.
mit dem man dann eine eigene Sternenbasis bauen kann. Wir bauen natürlich auch einen Club, aber ein kein Alkohol und keine Drogenclub. Nur Kräuter und Sonnenschein. So, dann wollen wir mal. Aber ist das jetzt... Welche Aufgabe ist das? Super Fan. Sprich mit Myka. Nein, ich habe da noch was anderes zu tun. Davor, wir hatten noch hier... Warte mal. Das ist jetzt die zweite Aufgabe, ne? Richtig. Schmutzige Wäsche. Hol die Ware ab. Das will ich machen. Das ist der Plan. Los! Gelbe, gehen wir auch noch hin. Vielleicht haben wir da wieder Kopfgeldeinsätze. Das wäre cool. Geldeintreiber. Jawohl, ja. Appside, wir kommen. Vielleicht in die Ego-Perspektive wechseln. Ja, sollten wir... Oh mein Gott! What the heck? Du bist ja immer noch hier. Ich glaube, wir haben ihn bei irgendwas erwischt. Wir müssen nach oben. Und die Leichen liegen immer noch hier. Noch niemand hat aufgeräumt. Aber die wird hier wahrscheinlich niemand vermissen, die Leutchen hier. Die armen Disciples. Wir kennen nur die eine Perspektive. Vielleicht waren die auch ganz okay. Ausrangierter Sidestar. Mhm. Und Red Trench. Warum eigentlich nicht? So, verkaufe Coleman Lang. Die ausrangierte Sidestar. Gut. Erstmal wieder raus. Zack. Zurück in die Third Person. Flop. Rein und wieder raus. Der Klassiker. Und dann in welche Richtung? Bürgerin. Wir dürfen da lang. Los! Flitz, mein Freund. Zack, zum Markt, bitte. Ich glaube, das ist der einzigste Strip hier, ne? Das ist tatsächlich der Kern von Neon City. Ach, hier gleich um die Ecke. Waren wir hier schon? Trade Authority. Können wir gleich clustern? Machen wir auch. Wir kommen gleich. Wir wollen uns erstmal deinen Laden angucken. Nur so, just for fun. Und keine Panik, wir sind nicht wirklich von Disciples. Wir sind nur modisch interessiert. Ach ja, Forschung und so, ne? Gibt's da schon irgendwas, was wir weiter erforschen könnten? Nee, ne? Chemie und so müssen wir dafür... Oh, Backe. Da erwartet uns noch einiges. Können wir das... Ah, da fehlt uns auch Brot und so. Uff. Also Essen sollte man vielleicht auch sammeln. Verschieben wir auf. Das ist so ein bisschen wie Alchemie. In Elder Scrolls spielen. Das schiebe ich da auch ganz gerne auf. Ich habe nur an deiner Forschungsbank ganz kurz geguckt. Ist hoffentlich Coleman. Keine Zeitverschwendung. Na du? Kaufst, verkaufst oder verschiebst du? Ich verkaufe. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein. Ja? Dann erkläre ich dir das gerne. Du bist in der Handelsaufsicht, um Waren zu kaufen, Waren zu verkaufen oder dir freigesetzte Waren zu einem vernünftigen Preis abnehmen zu lassen. Wow, wie unangenehm also, er ist. Statt mich erklären zu lassen, wie das Geschäftsleben funktioniert, sollten wir lieber loslegen. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich verstehe schon. Freigesetzte Waren sind mein Spezialgebiet. Na, das gefällt mir schon besser. Wir beide wollen was verdienen. Also, wie sieht es aus? Wie kommt es, dass die Handelsaufsicht keinen Ärger mit den Freestar Rangern kriegt? Erstmal ist der Außenposten in Neon nichts, worüber man besorgt sein müsste. Die haben 4 Männer oder so für die gesamte Stadt. Ich bitte dich. Und selbst wenn einer davon plötzlich Ehrgeiz entwickeln und uns Druck machen würde, tja, das Problem könnte man auf 2 Arten lösen. Eine wäre, ein Credstick auf dem Tisch liegen zu lassen. Die andere wäre ein Anruf bei Seoka. So oder so ist das für uns Tagesgeschäft. Wow, wie abgebrüht du bist. Kannst du mir mehr über Auftragsbörsen erzählen und wo ich sie finde? Ja. Verschiedene Arbeitgeber setzen Jobs in die Auftragsbörse, damit Leute wie du sie annehmen können. Die Handelsaufsicht sucht zum Beispiel Frachtpiloten. Du findest sie in Bars, meistens in der Nähe von Raumhäfen, in den besiedelten ja Systemen. Schon. Aber irgendwer hat das hier eingesprochen und dem möchte ich natürlich huldigen. Saburo, kennst du bestimmt, hat ein Cross-Promotion-Angebot für dich. Solltest du daran interessiert sein? Kein Interesse. Okay. Vielleicht 2-mal nachfragen? Ich will da nicht reingezogen werden. Oder 3-mal? Aber 2-mal konnten wir, bevor es ausgegraut wurde. Lass uns handeln. Ja,
Gute Idee. Gute Idee, da leuchten seine Augen. 33.000 Kronkorken hatte er, wie der Typ auf dem Bau. Nahezu die gleiche Summe. Und ich glaube, du kaufst auch wieder alles an, ne? Selbst Hehlerware und so. Haben wir da irgendwas gerade zu verticken? Ich glaube schon. Sonstiges? Feuerlöscher? Nee. Warte mal, stopp. Verkaufen aus der Atlas? Sonstiges? Hier sag ich doch, ja, der nimmt alles an. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Und den Rest erstmal nicht so. Aurora wollen wir nicht verkaufen, das sammeln wir noch. Bis wir wirklich übertrieben viel haben. Und Waffen haben wir auch noch zu verticken. Weg, weg, weg. Und die Kodama. Und eine Pacifier. Zack. Die Maelstrom. Ja. Ja. Ja, wir haben genug Waffen. Da brauchen wir die jetzt nicht auch noch behalten. Da kommen sicherlich auch noch bessere dazu. Aber die mussten wir jetzt nicht mit uns rumschleppen. Sonst doch irgendwas hier. Helmchen, Klamottchen. Müssen wir noch einsortieren und ein paar Granaten sollten wir auch mal loswerden. Ich bleib bei den Kontaktgranaten. Die flutschen für mich am allermeisten. Und ansonsten eher nicht so. Wie viel Aurora haben wir jetzt insgesamt? Genug. Aber es sind zwei verschiedene Stacks. Einmal das offizielle und einmal das, ne? Ich glaube schon. Aber das verticken wir ja nicht. Gut. Was hast du im Angebot, mein Freund? Sonstiges. Digi Dietrich hier nehme ich gerne mit. Nicht, dass wir da irgendwann mal leer laufen. Nö. Eine Breach hätten wir für die Sammlung noch da, aber ist mir zu teuer. Werden wir früher oder später schon noch finden. Ach ja, stimmt. Uns ist irgendeine Munition ausgegangen. Hier, richtig. Für die MacShear. Das war die hier, ne? MI Array. Ja. Im Schiff haben wir 20 davon. Sollten wir uns mal in die Tasche stecken? Oder? Nee, davon haben wir noch 800 Schuss. Aber irgendwas ist uns doch letztens leer gelaufen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das ist es, ne? Ah, das ist die MacShear-Munition. Kaliber 50 MI Array. Richtig. Und jetzt haben wir wieder MacShear-Munition. Ansonsten Söldner. Oh, auch schick. Aber zu teuer. Selbst für unsere Sammlung. Entdecker. Auch nicht verkehrt, ne? Aber wir sind zu arm. Wir sind einfach zu arm. Und wir sind wegen eines Auftrages hier. Hier das Medipack nehme ich noch mit. Und dann könnten wir mal so langsam die ganzen Traumapäckchen abarbeiten. Da hat sich auch so einiges gesammelt. Vielleicht doch noch Saburo, hä? Ich will da nicht reingezogen werden. Okay. Dann belassen wir es dabei. Ich habe mich aber gefragt, ob du Interesse an diesen schönen Dingen hier hättest. Keine schlechte Waffe. Allied Armaments gehört zwar zu den UC, die Produkte entsprechen aber dem Militärstandard. Aber darum geht es hier nicht. Diese Waffe ist heißer als eine Pfanne voll Fischfett. Dafür bekommst du nicht mal annähernd den Marktpreis. Okay, 500 Credits nehmen? Okay, ja, bitteschön. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Halsabschneider. Saburo? Ich will da nicht reingezogen werden. Okay. Und dann können wir schon wieder zurück zu Mania. In die Astral Lounge. Wir sehen uns. Können wir auch abhaken. Wurde geclustert. Der Fahrstuhl ist da drüben. Los geht's. Zack. Und hier lang nochmal. Haben wir gerade irgendwen hier an der Schulter dreckig gemacht, weil wir über ihn rüber gejettet sind. Astral Lounge. Zack. Das ist ein Koffer. Warte mal, stopp. Ist das hier wichtig? Nee, ne? Es wirkt aber sehr wichtig. Hallo? Kann mich nicht denken, oder? Oh, hier sind diesmal weitaus mehr Leute da. Es kommt wirklich auf die Tageszeit an. Jetzt ist hier offensichtlich Party-Time. Mom, Dad, seid ihr noch hier? Ja, sie sind noch da. Okay. Mach dich locker. Ja, machen wir. Aber nicht jetzt. Wir sind noch dienstlich unterwegs. Vielleicht später. Was?
Von 5 Credits, die Benjamin Baeyu in Neon investiert, gehen angeblich 4 in die Astral Lounge. Naja, die Astral Lounge ist schon das Aushängeschild, das stimmt schon. Ich habe hier schon viele Screenshots von gesehen gehabt, bevor ich auch nur annähernd auf Neon war, so in Neon. Ich habe die Ware an die Handelsaufsicht verkauft. Dann kann mein Kunde ja beruhigt sein. Er ist ein ernster Mann. Hat seit Jahren nicht gelächelt, weil er nichts davon hält. Aber ich schweife ab. Hier ist die versprochene Bezahlung. Genieß deine restliche Zeit in Neon. Eine kleine, aber feine Mission. Dankeschön. Hast du noch andere Jobs? Ja, aber ich arbeite nie zweimal mit denselben Kunden. Meine persönliche Regel. Nachvollziehbar. Mögen wir. Bis Danny dann, ne? Und dann kümmern wir uns jetzt am besten um die Musik, Slate. Der Superfan. Einfach dem Marker wieder folgen. Los, geht es. Renne, renne, renne. Ich will hier raus. Obwohl er mir jetzt schon fehlt. Dieser wunderbare Club. Und dann darüber. Aber 90 Meter. Schon mal Spacern begegnet? Ein paar Mal. Und dort in die Gasse rein. Hier ist wirklich gerade viel mehr auf den Straßen los. What the heck? Und dann... Euphoric. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja mit Minka reden. Monika. Ihr wisst schon. Sind die Disciples immer noch hier? Nee, ne? Warlord, hat er sich mal blicken lassen? In letzter Zeit? Bleib locker. Ja, auf jeden Fall. Hallöchen, guten Tag. Ich kann jetzt nicht immersiv mit dir über den Tresen reden. Ich muss hier leider rumlaufen. Was ich auch sehr, sehr uncool finde. Sarah, bitte. Oh Gott. Ja, super unimmersiv. Mhm. Aber, oh Gott, Sarah. Gottverdammt. Alles klar. Hast du Lust auf einen Chimera? Jetzt gerade nicht. Aber ich suche nach Informationen bezüglich einer geklauten Slate. Sie gehört eigentlich Borealos. Die DJin, richtig? Verstehe. Für den richtigen Preis würde ich dir verraten, wo sie ist. 1500 Credits? Und das ist nicht verhandelbar. Okay, bitteschön. Herzlichen Dank. Du suchst einen Mann namens Stratos? Geh zu Madame Sauvage. Dort findest du ihn. Oh, bam. Er ist ein Fan von Miss Borealis. Oder vielleicht ist die Bezeichnung Fanatiker eher angebracht. Ja, so ich glaube auch. So ist er dein Ziel. Aber das weißt du nicht von mir. Nein, um Gottes Willen, ich halte dich da raus. Saburo und so. Cross-Promotion-Angebot, aber nur falls es dich interessiert. Nein, danke. Kein Interesse. Was habt ihr alle gegen Saburo? Was für eine Art Mensch ist Stratos? Er ist eines dieser Arschlöcher, die Madame Sauvages Stammgast sind. Und er ist ein glühender Verehrer von Borealis und ihrer Musik. Würde mich nicht wundern, wenn er sie aus diesem Grund bestohlen hat. Fans wie er fühlen sich durch solche Reliquien dem Objekt ihrer Bewunderung näher. Aber dieser Stratos hängt jetzt nicht irgendwie mit dem Aftershave Blue Stratos zusammen, oder? Ich weiß, ist ein bisschen älter, aber trotzdem ist immer noch ein gutes Aftershave. Würdest du mir erzählen, wie Kyo im Euphorica gelandet ist? Das ist der Dealer. In der VIP-Lounge vom Aurora, hinterm Tresen, genau, der mit den blauen Haaren. Kyos Reise war eine sehr persönliche. Er hatte viel Schmerz erlebt und stand dann vor meiner Tür. Es wäre nicht angemessen, dir seine Geschichte zu erzählen. Aber wenn du seinen Gegoli erwähnst, öffnet er sich vielleicht. Aber sofort? Machen wir. Das hört sich sehr interessant an. Lust auf noch einen Chimera? Nein, danke schön. Ich möchte nur noch hier rausspringen und da reinspringen. Oh, ist ja stimmt. Das ist ohne Ladezeit betretbar. Na, Hallöchen. Hast du billiges Aurora für mich? Möchtest du was zum Entspannen? Ja, erstmal den Deal machen. Aber vergiss nicht. Atmen. Atmen, entspannen. Und entspannen. Und schön viel dazu trinken. Damit der Körper das auch aushält. Ja, den ganzen Batzen bitte. Und dann reden wir über dein Dingens, ne? Ja, kann ich dich wirklich nicht überzeugen, mir deine Geschichte zu erzählen? Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich präzisiere das noch etwas. Ich möchte nicht mit Kunden über mein Privatleben sprechen. Das führt nur zu unschönen Problemen. Mhm.
Mika sagte, ich sollte deinen Gargouli ansprechen. Maika meint einen Spielzeugfrosch, den sie mir gab, nachdem sie mich von der Straße geholt hatte. Er hat mir geholfen, abstinent zu bleiben. Wenn man in Neon geboren wird, ist man entweder für die Spitze oder das Ende der Nahrungskette bestimmt. Meine Eltern kamen gerade so über die Runden. Nachdem sie gestorben waren, endete ich als Straßenratte. Dann hatten es die Gangs auf mich abgesehen. Ich kam zu den Disciples und sie halfen mir, nicht mit einem Bein im Grab zu stehen. Oh, wow. Eine bewegte Geschichte. Weißt du, was mit deinen Eltern passiert ist? Meine Mutter ist bei einem Unfall in der Xenofresh-Fabrik ums Leben gekommen. Eine Maschine hatte eine Fehlfunktion. Mein Vater ist schwer depressiv geworden. Er war völlig antriebslos. Wir haben ein Jahr lang kaum miteinander geredet. Ich habe ihn jeden Abend am Rand der oberen Plattform gefunden. Er saß da einfach und hat auf Volis Ozean gestarrt. Ich habe ihm immer Essen hingestellt. Irgendwann kam ich morgens hin und er war weg. Sein Essen stand noch da. Und in dem Augenblick wusste ich, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Deswegen bin ich bei den Gangs gelandet. Ich hatte niemanden, habe nirgendwo dazugehört. Verstehst du? Ja, absolut. Aber mittlerweile scheint es dir echt gut zu gehen. Ja, ich hatte ziemliches Glück. Diese ganze Gewalt, all die Drogen, der Tod, das fordert seinen Tribut. Nicht körperlich, aber mental. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, was Maika in mir sah, aber sie holte mich aus der Gang. Sie kaufte mich sogar frei. Das ist doch eigentlich unfassbar. Sie half mir, abstinent zu bleiben, und ich fragte sie, warum sie das tat. Sie meinte, ich würde sie an jemanden erinnern, den sie verloren hat. Seitdem bin ich hier. Da können wir sie bestimmt auch nochmal drauf anquatschen. Was ist eine Straßenratte? Wir können uns das alles denken, aber wir wollen es von ihm hören. So nennen die Leute in Neon die Ärmsten der armen Bürger in der Stadt. Es ist ein jämmerliches Leben voller Einsamkeit und Verzweiflung. Ein erbitterter Überlebenskampf in einer gnadenlosen Stadt. Als Straßenratte leben zu müssen, das wünsche ich nicht einmal meinen ärgsten Feinden. Man ist einfach jeder Menschlichkeit beraubt. Entschuldige bitte, wenn ich dir die Stimmung verdorben habe. Darüber zu reden, weckt einfach schmerzhafte Erinnerungen. Es ist schon krass, wie stark er dann aber auch ist, ne? Also er war mal drauf, jetzt ist er wieder clean, aber er vertickt Drogen, ne? Er hat also quasi die Drogen die ganze Zeit vor der Nase, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das stört ihn jetzt nicht mehr. Er ist zu innerer Stärke gekommen. Wunderbar. Mika, wir haben was über dich gehört. Das wollen wir jetzt nochmal im Kreuzverhör natürlich dann von dir hören, wenn das geht. Bereit zum Entspannen? Kyo sagte, er würde dich an jemanden erinnern, den du verloren hast. Wie ich sehe, konntest du zu Kyo durchdringen und er hat dir von seiner Reise berichtet. Er vertraut dir. Als ich Kyo zum ersten Mal sah, erinnerte er mich an meinen Bruder Jun Zeng. Wie Kyo kämpfte Jun hart, um zu erreichen, was er wollte. In seinem Fall Commander beim Militär des Freestar. Oh, den treffen wir bestimmt früher oder später noch. Leider verloren wir Jun im Koloniekrieg. Man könnte wohl sagen, dass Kyos Rettung mein Versuch war, an einer Erinnerung festzuhalten. Ja, allerdings. Gut, dann hätten wir alles besprochen. Wir haben einen Auftrag. Los geht's. Stratos erwartet auf uns. Irgendwo dort draußen. Ist das hier? Laufe ich da richtig? Nee, ne? Ich muss genau andersrum laufen. Ja, ja. Und bei uns in der Bude noch alles okay? Ja, nein, vielleicht. Ja, sieht noch schick aus. Aber die NASA-Tasse, sie ist nicht wieder aufgetaucht, was verdammt schade ist. Aber gut, ne? Trotzdem immer noch ein sehr schönes Zuhause. Ziehe ich jedem Penthouse vor. Hier gibt es auch keine neuen Missionen. Da brauche ich gar nicht gucken. Da müssten wir erst was erledigen. Wollen wir den hier reinziehen, Sarah? Nee, ne, machen wir nicht. Ne? Du bist... Also, du hast was Humor, nicht aber nicht diese Art von Humor. Verdammt nochmal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich tippe mal auf außenrum. Da wurde noch nichts angezeigt. Noch keine Entfernungsanzahl. Aber drüber ist ja sowieso immer besser, ne? Von da aus können wir alles erreichen. Von der oberen Plattform. So, okay. Und jetzt hier lang.
Ach komm schon, jetzt hab dich mal nicht. So sind wir überladen? Nein. Noch lange nicht. Das müsstest du alles wirklich aushalten können. Du bist bei der Constellation. Die erwarten viel mehr von dir. Ah, jetzt. Also alles über 100 Meter wird zumindest innerhalb von Städten, das können wir mit Sicherheit behaupten, nicht angezeigt. Also die Distanz. Die genaue Distanz. Und jetzt bitte hier runter. Ja, perfekt. Genau hierher wollten wir. Lock. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.